Hallo liebe Leute, heute wieder mit mir, dem Tier und bei Fiff. Und heute spielen wir natürlich weiter und auch hellischer Tag, weil das ist uns zu krass vielleicht so. Da hinten haben wir letztens jemanden gesehen, der da vorbeigelatscht ist. Oh! Hallo? Was ist das? Hallo? Okay. Einfach nicht drauf achten. Ich sterbe ja schließlich nicht durch den Geist oder sowas, ne? Wir müssen jetzt darüber. Noch 27 Meter oder was das da für eine Anzeige ist. Genau, weiß ich das gar nicht. Oh, und. Ja. Verdammt, das ist schon krass. Ich versuche auch relativ. Ach, ich sehe auch nur deswegen, um mich zu beruhigen, ne? Ja. Warum ist das Blut? Blut. Krach hier überall, ne? Also wir müssen diesen Schlüssel benutzen, den wir gefunden haben. Ja, machen wir das mal, ne? Dieses komische Schloss. Das ist jetzt ja okay, machen wir mal die Tür schon auf. Hallo, Kuckuck. Nehmen wir gleich mal was mit. Und okay. Ich dachte eigentlich, dass ich jetzt eigentlich mit diesen neuen irgendwie Handabdrücke sehe oder so, wo halt mehrere, also mit diesen neuen Scan quasi, wenn man so will, dass ich dann sehe, wo Leute was versteckt haben. Muss eigentlich, ist so dunkel, ne? Nicht so schön. Oh, machen wir mal die Türchen da auf. So, drehen wir mal das Ganze hoch. Voilà. Und jetzt müssen wir eigentlich schon rein. No. Müsste eigentlich ganz einfach dort rein. Da ist das Blut, was sich so lustig anhört. Vielleicht gibt es irgendwelche medizinischen Akten, die mir weiterhelfen. Denkst du? Da leuchtet. Ich werde von den Glitzern denn verfolgt. Also, weiß ich schon. Da ist was Glitzerndes. Ich will da hin. Theoretisch, ne? Hier komme ich nicht durch. Das hätte ich mir natürlich denken können. Oder auch nicht. Je nachdem, ne? Sind natürlich. Hä? Hier geht's auch nicht. Was haben wir da rein? Oha. Dieses Geräusch. Müsste ich hier, muss ich doch irgendwie rein. Oder Kuh irgendwas reingehen. Verschlossen. Die ist. Geht auf. Geht da. Verschlossen. Bei mir ist nichts. Was? Na, so. Und da. Und. Na, da. Bei mir ist nichts verschlossen. Sieht aus wie eine Falle, ne? In der Mitte sind so ein eisernes Teegläschen. Ich habe wohl Angst, die Tür aufzumachen, weil da können dann irgendwie so ein Gespenst hervorkriechen. Und dann wird man niedergeschlagen, wie gerade eben. Und wie kommt man denn da hin?
Türen sind doch zu. Wohl wahr. Oh, ist das? Interessant. Oh, ein kleines Feuerchen. Schön lustiges Bild. Was haben wir denn da? Aggressives Verhalten. Alle Patienten zeigen in der letzten Zeit zunehmend aggressives Verhalten. Wir hatten ähnliche Vorfälle schon letztes Jahr, als Patientin 18 in der Institution war, aber sie endete nach ihrer Verlegung in die Reformierung. Die jetzigen Auffälligkeiten weisen jedoch beunruhigende Ähnlichkeiten auf. Patientin 82 hat mich heute Morgen sogar angeknurrt, als ich ihr das Frühstück brachte. Okay, ein Kind sollte derartige Geräusche gar nicht machen können. Uns bleibt nur uns weiterhin so gut wie möglich um sie alle zu kümmern. Ich werde jedenfalls nicht mehr dafür verantwortlich sein, dass Patienten in die Hunde Handfels Schlachthaus kommen. Okay, die sieht ich ja. Klingt hier so beruhigend. Soll es ein Tier sein? Oh Mensch, nee. Schatz. Sieht merkwürdig aus. Oh, das ist ja noch was. Lesen wir natürlich auch. Patientin 79 halluziniert zunehmend von Dämonen in den Ecken. Empfehle kognitive Therapie mit Dr. Shedman zur Beruhigung. Patientin 14 hat erneut Löcher in seine Wände gebohrt, Verlegung nach M7 und Aufsicht. Empfehle Entfernung von Gabeln und Messern bei den Mahlzeiten, um Wiederholungen zu verhindern. Aha. Was? Patient 84 von M3 nach M4 verlegt. Lärmschwankungen verstörten Patient 16 und brachten ihn dazu, in unregelmäßigen Abständen zu schreien. Aha. Patientin 78 besteht weiterhin darauf, dass sie gesund und ihre Einwürfe ein Irrtum ist. Empfehle Lobotomie, falls sie diese Ansicht beibehält. Patient was? Patient 45 ist der beste Beweis dafür, dass die Position ein durchschlagender Erfolg ist. Dr. Hanfield unterliegt weiter den Irrglauben, ihm soll die Leitung der gesamten Heilanstalt unterstehen. Empfehle dringend, dass er seinen Kopf aus den Arsch zieht und aufhört, Vorschläge zur Lobotomie in den Unterlagen zu kritzeln, wenn ich gerade nicht im Dienst bin. Dr. Wir müssen. Das nehme ich mal mit. Und. Das. Ich wusste gleich, du machst Ärger. Aber was hast du getan? Zeig's mir. Behandlungsflügel, toll. Ich hab da wieder F1 gedrückt, warum bin ich nicht sofort. Alex. Oder Huxley. Huxley, genau, Huxley. Stell dir fest, dass du. Stelle fest, dass du in letzter Zeit recht häufig abwesend bist. Die Schichten in der Reformierung sind für dich schwer zu ertragen. Das weiß ich, aber wir müssen alle unseren Beitrag für das Wohlbefinden unserer schwersten erkrankten Patienten leisten. Zudem ist mir aufgefallen, dass du seit neuem hinkst. Lass dich von Dr. Shedman untersuchen. Alle unsere Schwestern müssen kerngesund sein, solange unser Schutzherr auf der Pirsch ist. Aha. Mach mal ein paar Kästchen auf hier. Und ob zu gucken, ob da was drin ist. Ah, Tinfas. Ist mein Magen. Was haben wir noch? Füller. Okay. Wir müssen jetzt hier wieder raus. Das will ich ja nicht, aber. Es beunruhigt mich, dass hier Feuer brennt. Und schnell wieder raus. Und schnell wieder. Gänsehaut. Hallo?
Hallo. Hallo. Oh Gott. Hab irgendwie das Gefühl, dass der näher kommt. Ich krieg Angst. Das wird sehr lustig. Oh. Geschichte. Dennoch hat die Haltestelle von Moria. Durchaus auch mit Problemen zu kämpfen. Die immerwährenden Grey-Küstenwinde sorgen für eine Atmosphäre der Melancholie und Bedrängung, die die erdverbundeneren Gebäude der Stadt nicht haben und wegen des Durchzugs und anderer Unannehmlichkeiten auch gar nicht wollen. Das Personal ist dennoch stets höflich und guter Dinge, was ihm hoch anzurechnen ist. Das Erstaunlichste jedoch ist die furchtbare Erde der Insel, auf der die Heilanstalt steht. Sie hat zahlreiche Wildblumen zum Erblühen gebracht, die es in den sogenannten zivilisierten Gefilden, an die wir uns gewöhnt haben, nicht mehr gibt. Ha, wo? Oh. Moment, so. Nicht, dass mir jemand folgt oder dass ich gegen den Geister kämpfen muss zum Schluss hier. Da hab ich nur keinen Bock. Nicht bei einem Diebspiel. Also, das ist mir schon ein bisschen viel. Ja. Ich spiele auch schon schreckhaft. Kann ja nicht sein hier. Begib dich zum Hindernisland. Behandlungs. Irgendwas. Was haben wir da? Vertraulichkeit. Mit diesen Passieren dieses Punktes tritt eine Vertraulichkeitserklärung in Kraft. Die experimentellen Techniken bleiben das Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.